Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal etwas zum Thema Bepflanzung am Teich und genau genommen, es geht um Bambus. Jeder, der jetzt schon seit längeren Jahren einen Teich pflegt, macht, tut, der wird so mit verschiedensten Pflanzen seine Erfahrung gemacht haben. Es gibt Pflanzen, die sind am Koi-Teich völlig unproblematisch. Dann gibt es wieder Pflanzen, die sind ein bisschen nervig, weil sie einen hohen Laubabfall haben. Zum Beispiel Magnolien. Magnolien haben riesen Blätter und diese, zumindest für gewisse Arten Magnolien, diese Magnolienblätter sind in der Lage, da reichen 2-3 Stück, um im Herbst den Bodenablauf zuzumachen. Ein Buchenlaub beispielsweise, haben mir schon viele Kunden berichtet, ist wesentlich unproblematischer als ein Eichenlaub. Die Eichen, Sie wissen ja, die haben diese speziell geformten Blätter, die sich auch, und die sind richtig stabil, die können sich in den Bodenabläufen zusetzen, da reicht auch ein Stöckchen und ein paar Blätter, dass auch ein ganzes Kimmer zugesetzt ist. Und jeder, der Bambus an seinem Teich hat, wir haben jetzt gerade Mitte Juli, die Zeit, wo sich der Bambus gerade, jetzt hat er seine Halme gebracht, jetzt wirft er quasi dieses ganze dürre Laub ab und er reinigt sich, wie man so schön in der Gärtnersprache sagt. Und jeder, der einen Bambus am Teich hat, der wird wissen, von was ich jetzt rede, wenn ich einfach sage, das ist eine Riesensauerei. Also ich selber habe im Garten, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Quadratmeter, also Bodenquadratmeter an Pflanzfläche für Bambus, bis zu 8 Meter sind sie mittlerweile hoch. Mein Garten sieht zurzeit aus wie die Sau und meinen kleinen Teich, meinen 20.000 Liter Teich, da darf ich gerade zweimal in der Woche reinspringen und darf meine Bodenablaufdeckel abziehen, darf das Laub rausholen und danach wieder die Bodenablaufdeckel raus drauf machen. Jetzt habe ich die Wahl, schlachte ich mal einen Bambus, mache da eine andere, eine verträglichere Pflanze an Koi-Teichchen. Oder gucke ich, dass ich mir eine andere Konstruktion am Bodenablaufdeckel mache. Die Fische, die ich da drin habe, die sind in der Größe, dass ich sage, ich kann jetzt in der Zeit nicht ohne Bodenablaufdeckel fahren. Aber warum ich diesen Blog mache, ist ganz einfach. Also ich persönlich liebe Bambus, ist mir eine der liebsten Pflanzen überhaupt. Eine chinesische Weisheit sagt, der Bambus, er weiß sich im Sturm bis auf den Boden zu legen, aber wenn der Sturm vorübergezogen ist, stellt er sich wieder auf. Das ist eine Tugend, was sich natürlich auch der Chinese vom Mann, von einem Menschen wünscht. Und ich finde Bambus einfach eine absolut gigantische Pflanze, aber ein Koi-Teich soll auch was Praktisches sein. Ein Koi-Teich soll auch was sein, wo Spaß macht und wo natürlich möglichst wenig Mühe und Arbeit macht. Und wenn man jetzt so wie hier ein 4 Meter breites, langes Feld an einem kleinen Teich hat, jetzt ist gerade die Hauptphase, ist schon vorbei, aber hier ist wirklich überall das Laub auf dem Teich, ist es, dann kann es wirklich eine nervig und störende Sache werden. Auch Boden, auch Trommelfilter, die Spülrinne kann bei sehr hohem Laubeintrag kann zusetzen. Da wurden schon deswegen irgendwelche Rinnenspülungen und was weiß ich alles erfunden. Also wenn Sie jetzt noch keinen Bambus am Teich haben und mit dem Gedanken spielen, ob Sie es machen sollen oder nicht, dann kann ich Ihnen eigentlich eher den Tipp geben, nicht in unmittelbare Nähe des Teiches und vielleicht so pflanzen, dass von der Windrichtung her dass das Laub in Richtung vom Nachbarn fliegt. Das ist natürlich auch irgendwie unfair. Und ich kann Ihnen sagen, der Kunde, dem dieser Teich und dieser Bambus gehört, der hat gerade auch gesagt, es ist eine Riesensauerei. Das wird jetzt rigoros zurückgeschnitten und derjenige hat nicht nur den Teich, sondern noch einen zweiten Teich zu Hause. Und da weiß ich, sind genauso viele Bambusse. Und ich glaube, da wird er das in ähnlicher Weise tun. Und ich habe heute ganz verkratzte Hände, weil ich habe meinen Bambus zumindest in Teilen gestern den gar ausgemacht. So, das war jetzt mal eine ganz andere Sache, aber wer weiß, wie das ist mit dem Bambus am Teich, der versteht auch diesen Blog und ich will nur diejenigen warnen, die den Fehler vielleicht noch nicht begangen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog und tschüss.